Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe eine Frage. Sind Sie es leid, der dünnste und schönste Mensch in der Familie in der Stadt zu sein? Sind Sie es leid, ständig Komplimente zu bekommen wegen Ihrer Figur? Dann sind Sie hier genau richtig. Denn wir werden Abhilfe schaffen. Und zwar werden wir heute uns einen Teilchenbeschleuniger basteln. Was wir dazu brauchen, heute mal für die Leute, die nicht frisch kochen oder nicht immer an frische Produkte rankommen, Pfirsiche aus der Dose, Butterkekse, Mascarpone, hier ist unsere Hälfte drin vom letzten Mal. Da, Schlagsahne, Quark und zweimal Vanillezucker. Die genauen Angaben in der Videobeschreibung. Los geht's. Als erstes werden wir mal unsere Kekse zerbröseln. Dazu gebe ich die hier in so einen Gefrierbeutel rein. Ist natürlich optimal, wenn ihr Kinder am Start habt. Die werden diese Aufgabe lieben. So. Das können wir kurz beiseite räumen. Das brauchen wir erst später wieder. So, dann nehmen wir uns die Pfirsiche vor. Ich habe 5 Stück. Das sind so zwischen 200 und 230 Gramm. Die werde ich jetzt alle pürieren. Da machen wir auch nichts weiter dran, weil es ist ja schon süß genug. So, als nächstes schlagen wir uns die Sahne auf. 200 Gramm. So, unsere Sahne hätten wir fertig. Auch die stellen wir wieder kurz beiseite. So, da kommen wir nun zur Hauptmischung. Und zwar nehmen wir 200 Gramm Quark. Ich schätze das hier mal so grob ab. Wenn es 220 oder 230 wären, ist auch noch so. Das Rezept ist ziemlich flexibel. So, unseren Käse vom letzten Mal noch mit dazu, unseren Mascarpone. Unsere beiden Tütchen Vanillezucker. Und dann machen wir noch einen kleinen Schluck von dem Pfirsichsaft dran. So. So, jetzt habe ich das alles schön miteinander vermengt. Jetzt heben wir noch unsere Sahne unter. Das Schöne ist, dass jetzt dieser Hauptanteil von diesem Dessert nicht so süß ist. Ein bisschen die Süße von diesem Vanillezucker und dem Pfirsichsaft. Jetzt rühren wir das noch schön durch. Da haben wir eine schöne cremige
Konsistenz. Und dann sind wir eigentlich im Großen und Ganzen schon fertig. Jetzt müssen wir es bloß noch zusammenbauen, damit es ein bisschen gut aussieht. Das Eurosieb isst ja auch mit. Und das werden wir jetzt auch tun. So, da fangen wir an. Wir nehmen unser Glas und machen unten ein paar Keksbrösel rein. Dann kommt unsere herrliche Creme. Geben wir noch was von unserem pürierten Pfirsich drüber. Und darauf nochmal abschließend ein paar Kekskrümel. Und voilà, wie der Franzose sagt, fertig ist es. Ja? Dann guckt euch das mal an. Ja? Das ist ein Träumchen. Super, gell? Und das Gute ist, man könnte es auch gleich essen. Es muss nicht erst in den Kühlschrank, weil die Zutaten kamen alle aus dem Kühlschrank. Und Leute. So was Gutes kann man nur selber machen. Das kriegst du nirgendwo. Es sei denn, du hast jemanden, der es machen lässt. Also und das her. Naja, ich kann es auch mal wiederholen. Macht's nach. Es lohnt sich auf alle Fälle. Das, was wir jetzt gemacht haben, die Menge ist für 4 bis 5 Portionen, je nachdem wie groß euer Glas ist. Macht's nach. Leute, ein Däumchen nach oben, einen netten Kommentar und ein Abo vielleicht, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch einen tollen Tag mit einem tollen Dessert. Pack die Badehose ein. Macht's gut.